Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 84, Aktuelle Stunde, der Fraktion der CDU, Ehrenamt in Brand- und Katastrophenschutz, kompetenter Schutz für Bürgerinnen und Bürger und ist hier abgeschnitten, der Gesellschaft, Tag des Ehrenamtes 2022, Drucksache 209189. Und ich darf an dieser Stelle als Gast bei uns begrüßen den frisch gewählten Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes, 14 Tage im Amt, Herr Norbert Fischer. Seien Sie herzlich im Hessischen Landtag willkommen. Und dann darf ich dem Kollegen Serke das Wort erteilen. Da ist er. Bitte schön. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutzes leisten einen unverzichtbaren und wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft und setzen sich in einem oftmals schweren, belastenden und manchmal sogar lebensgefährlichen Dienst für ihre Mitmenschen ein, wenn Hilfe bei Brand- und Katastrophenfällen oder in anderen Notlagen erforderlich ist. Dafür danken wir Ihnen herzlich. Der Dank gilt den hauptamtlichen Einsatzkräften, aber insbesondere den vielen tausend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Hilfsorganisationen, im THW und in den Freiwilligen Feuerwehren. Und an dieser Stelle auch von uns herzlichen Glückwunsch, Herr Norbert Fischer, zur Wahl zum Landesfeuerwehrpräsidenten des Landesfeuerwehrverbands Hessen. Alles Gute für diese Aufgabe und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ohne die Ehrenamtlichen wäre der Brand- und Katastrophenschutz in seiner Breite und Schnelligkeit nicht zu gewährleisten. Und gerade deshalb freut es mich, dass das herausragende Engagement der Einsatzkräfte am kommenden Samstag im Rahmen einer Dankesfeier Tag des Ehrenamtes durch unseren Innenminister Peter Beuth gewürdigt wird. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren ist die Belastung für unsere Einsatzkräfte immer weiter angestiegen, sei es durch die Corona-Pandemie, die zahlreichen Waldbrände im gesamten Bundesgebiet oder die furchtbaren Flutkatastrophen an Ahr und Erft, bei denen hessische Kräfte die Helferinnen und Helfer vor Ort massiv unterstützt haben. Insbesondere mit den Bildern aus diesen Katastrophengebieten vor Augen wird deutlich, dass die Förderung und finanzielle Unterstützung für den Brandkatastrophenschutz weiter erhöht werden müssen. Und hierbei leistet die CDU für die Landesregierung einen ganz wesentlichen Beitrag, meine Damen und Herren. Sie setzt auf vorbildliche und vielfältige Maßnahmen zur Ehrenamtsförderung, Nachwuchsgewinnung und in der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte. Zudem investiert sie hohe Summen in die Ausrüstung und Ausstattung. Im laufenden Jahr liegt die Garantiesumme für den Brandschutz mit 43 Millionen Euro auf Rekordniveau und wird, wie wir CDU und Grüne bereits im Koalitionsvertrag vereinbart haben, weiter auf mindestens 45 Millionen Euro steigen. In den Katastrophenschutz flossen seit Beginn der Ausstattungsoffensive 2008 mehr als 70 Millionen Euro. Allein in den letzten Jahren wurden für die derzeit dringlichsten Bereiche rund 18 Millionen Euro für Abrollbehälter, Starkregen- und Waldbrand, Notstromaggregate sowie Einsatzleitwagen bereitgestellt. Fazit: Hessen ist im Brand- und Katastrophenschutz hervorragend aufgestellt. Doch was, meine Damen und Herren, macht eigentlich der Bund, der für den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe verantwortlich ist? Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatten sich Bund und Länder noch im Juni bei der Innenministerkonferenz darauf verständigt, dass der Bund zusätzlich 10 Milliarden Euro innerhalb der nächsten 10 Jahre für einen Stärkungspakt Bevölkerungsschutz bereitstellen soll. Doch inzwischen haben sich die Vorzeichen verändert. Aktuell plant das Bundesinnenministerium im Haushaltsentwurf 23 massive Einsparungen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro, ein Minus im Gesamtbudget von 15%. Allein die Ausgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen um 40% gekürzt werden. Und auch die Fortführung des Sirenenförderprogramms des Bundes scheint aufgrund des geringen Haushaltsansatzes in Gefahr.
Dabei ist die Modernisierung der Anlagen dringend notwendig, um die Menschen frühzeitig und flächendeckend, insbesondere nachts, warnen zu können. Mir ist unbegreiflich, wie man bei den aktuellen Katastrophenszenarien auf die Idee kommen kann, gerade in diesen Bereichen zu kürzen. Das ist unverantwortlich und wird dem großen Engagement der vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht gerecht. Ich kann von dieser Stelle aus nur an die Bundesinnenministerin appellieren, halten Sie Ihre ursprünglichen Zusagen zum Zivilschutz und zur Katastrophenhilfe ein. Sparen Sie nicht an der Sicherheit und Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, in Hessen stehen wir zu unseren Zusagen. Wir sorgen dafür, dass der Brand- und Katastrophenschutz modern ausgerüstet und finanziell gut ausgestattet ist. Wir kümmern uns darum, dass den ehrenamtlich Tätigen keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern dass sie großen Respekt und hohe Anerkennung erfahren. Nochmals herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte. Mögen Sie immer gesund von Ihren Einsätzen zurückkehren, denn das ist das Allerwichtigste. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Serke. Als Nächstes hat das Wort für die sozialdemokratische Fraktion die Kollegin Heike Hoffmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bedeutung des Katastrophenschutzes in diesen Zeiten, in den Zeiten des Klimawandels, der aktuellen Krisen, sind alle im Lichte der Öffentlichkeit, aber bei uns allen hoffentlich angekommen. Die Bedeutung des Katastrophenschutzes in diesen Zeiten der Mehrfachkrisen sind uns auch vor kurzem bei dem schrecklichen Naturkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr vor Augen geführt worden. 136 Menschen haben dort ihr Leben verloren, und mehr als 800 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Wiederaufbau dort wird noch Jahre dauern. Und es ist auch dem Dank tausender Helfer hier aus Hessen in diesem Krisengebiet zu danken, dass viel Leid gelindert werden konnte und dass viele Schäden beseitigt wurden. Und, meine Damen und Herren, was mich besonders berührt, nicht nur bei solchen Naturkatastrophen wie im Ahrtal oder Nordrhein-Westfalen, sondern auch bei den tagtäglichen Einsätzen. Diese Helferinnen und Helfer sind oft 365 Tage, 24 Stunden am Tag quasi im Einsatz, immer verfügbar. Und sie fragen sich nicht, bevor sie zu einem Einsatz gehen, welche Gefahr könnte ich mich persönlich aussetzen, sondern sie fragen sich, was kann ich für die Nächsten tun? Und, meine Damen und Herren, das gebietet unser allergrößter Respekt und Dank. Und zu diesem großartigen Einsatz gehören natürlich alle Katastrophenschutzinstitutionen, Vereine, Organisationen, das THW, aber auch die Feuerwehren und, Herr Fischer, an dieser Stelle auch von der SPD-Landtagsfraktion, aber auch dem ganzen Hause an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Und der Klimawandel, wie er auch jetzt sozusagen die Ereignisse und die Einsatzlagen prägt, will ich auch aus meinem Wahlkreis bzw. aus unserer Region ein für mich sehr prägendes. Darf ich eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Ruhl? Nein, im Moment nicht, sonst verliere ich gerade meinen. Ich möchte gerade ein Beispiel noch aus meiner Region bringen, was mich auch sehr bewegt und beeindruckt hat in diesen Zeiten. In diesem Sommer gab es viele Brände. Und auch in Breitefeld, Münster-Breitefeld, hat auf einem ehemaligen Munitionsgelände über lange Zeit, mehrere Wochen, gab es schwere Waldbrände. Und auch da haben die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden weit über die Region hinaus, über auch mehrere Bundesländer, wirklich einen großartigen Einsatz gefahren. Und Ihnen gebührt an dieser Stelle unser größter Dank. Ja, der Katastrophenschutz
Und all diese Organisationen brauchen dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen und Unterstützungen. Ja, wir erkennen an, dass hier in Hessen einiges gemacht wurde. Aber ich sage Ihnen deutlich, beim Ausbau der Seriennetzinfrastruktur, über den bis dato nur 2/3 der Städte und Gemeinden verfügen, gibt es noch eine Menge zu tun, meine Damen und Herren. Denn die bisherigen Systeme Hessenbahn und Katwahn oder auch bei Tetra Generalfunk oder der Warn-App Nina bedarf es zusätzlich eines eigenen Sirenensystems für die Kommunen. Und da haben Sie noch Nachholbedarf, meine Damen und Herren. Zweites Beispiel, und dann komme ich noch einmal ganz wichtig zum Bund, ist, dass auch bei den Warnsystemen Hessenwarn und Katwarn 785.000 Bürgerinnen und Bürger nehmen daran teil. Das ist schon einmal eine gute Zahl. Aber wir haben 6,3 Millionen Hessinnen und Hessen. Da ist noch ganz schön viel Luft nach oben, meine Damen und Herren. Und zum Bund. Es ärgert mich massiv, dass der Innenminister wieder besseren Gewissens sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Innenausschuss und auch hier im Hause wird es ja wieder behauptet, auf den Bund schießt. Wieder besseren Wissens. Unsere Bundesinnenministerin selber hat die Deutlichkeit und die Dringlichkeit des Katastrophenschutzes mehrfach hervorgehoben. Und nicht nur das, sondern das wird haushalterisch unterlegt. Ich belege es Ihnen mit Zahlen. Im Bereich des Katastrophenschutzes ist seit 2019 dieses erheblich, die Haushaltsmittel erheblich angewachsen. Allein hier im Bereich des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab es eine Erhöhung um 20%. Im Jahr 2023 sind 174 Millionen € vorgesehen, plus 20%, meine Damen und Herren. Zudem hat es Mittel aus dem Konjunkturprogramm gegeben, eine Verdoppelung im Gegensatz zu 2019. 286 Millionen € sind bereits mit den Konjunkturprogrammen zur Verfügung gestellt. Da zu nennen ist das Labor 5000 und das Rhen-Förderprogramm. Beim BBK hat es zusätzlich einen erheblichen Stellenaufwuchs von 146 Stellen gegeben, meine Damen und Herren. Und beim THW gibt es im Gegensatz zu 2019 400 Stellen mehr, ein Anwachsen um 21%, meine Damen und Herren. Und noch zwei letzte Zahlen. Das Volumen des THWs ist um 40% erhöht worden auf jetzt 386 Millionen €. Und auch das THW hat aus den Konjunkturprogrammen, und das wissen alle Fachpolitiker hier im Raum, selbst profitiert von 2020 bis 2022 mit insgesamt 408 Millionen €. Und dann erdreisten Sie sich noch, sich hier hinzustellen und zu behaupten, dass der Bund seine Hausaufgaben nicht machen würde. Ich sage Ihnen, das ist eine Unverschämtheit. Sie wissen, dass Ihre Zeit der Rede abgelaufen ist. Ich sage Ihnen eins: Das Thema Katastrophenschutz und Sicherung unserer Bevölkerung ist zu wichtig, als dass Sie daraus versuchen, populistisches, parteipolitisches Kapital zu schlagen. Das ist der Sache nicht angemessen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Wortmeldung ist Herr Felzhausen von den Linken. Sie sind dran. Felsterhausen? Nein, Sie haben es so geschrieben. Ich lese immer mal das vor, was ich lesen kann. Sie haben trotzdem das Wort. Wunderbar. Herr Präsident, vielen Dank dafür und für die Lesekenntnisse. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst und als Allerwichtigstes natürlich auch die Fraktion der Linke. Herr Norbert Fischer, wir möchten Ihnen ganz herzlich gratulieren zur Wahl als Landesfeuerwehrpräsident und wünschen Ihnen bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben eine gute Hand und eine gute Übersicht. Die werden Sie brauchen bei all dem, was man hier in der Debatte auch schon gehört hat. Und an Herrn Serke, ja, die Überschrift Ihrer Aktuellen Stunde ist das Ehrenamt, der Katastrophenschutz und die Feuerwehren. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass Sie die Ehrung dieser Menschen, die das wirklich verdient haben, hier benutzt haben für ein relativ
billiges Bashing der Bundesregierung. Entschuldigung, ich bin nicht verdächtig, diese Bundesregierung zu verteidigen. Aber das hier zusammenzuziehen, habe ich mir gedacht, ist schon ein bisschen unwürdig. Unwürdig gegenüber den 70.000 Menschen, die sich ehrenamtlich in Hessen bei den Freiwilligen Feuerwehren engagieren, bei den weiteren Tausenden von Menschen in den Rettungsdiensten. Denn diese Arbeit ist eben vielfach unbezahlbar, aber sie ist unabdingbar. Und da gilt eben auch, ja, Klatschen alleine hilft nicht. Und es sind eben die Kommunen vor Ort, die den Brandschutz und den Rettungsdienst sicherstellen. Um an jedem Ort eines Unfalls, eines Brandes oder einer anderen Einsatzlage den innerhalb von 10 Minuten zu erreichen, brauchen wir motivierte Menschen und eine zeitgemäße Ausstattung, um diese Einsatzbereitschaft 24/7 auch tatsächlich gewährleisten zu können. Und diese Herausforderung, die wird nur gemeistert werden können, wenn das Land die Kommunen mit den entstehenden Lasten eben nicht alleine im Regen stehen lässt und für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen dann auch gerade steht. Weil andernfalls, das erleben alle, liebe Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ja auch, die kommunalpolitisch aktiv sind, andernfalls werden vor Ort die berechtigten Interessen der Vereine, der sozialen Hilfe, der Kultur gegen die Erforderlichkeiten des Rettungsdienstes ausgespielt. Dann muss vor Ort überlegt werden, finanziere ich jetzt hier noch ein Fahrzeug oder finanziere ich den Bereich der Jugendarbeit. In diese Situation dürfen wir die Kommunen nicht treiben. Aber das ist das, was mit der mangelhaften Finanzierung der Kommunen durch die schwarz-grüne Landesregierung leider passiert. Und noch etwas, und auch das hätte ich mir erwartet, und auch das ist nicht passiert. Bei allem Respekt und bei aller Anerkennung der Arbeit der Rettungsdienste, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes, es ist eben auch der Tag des Ehrenamtes gewesen, und das Ehrenamt ist eben mehr als die nur eben drei genannten. Das Ehrenamt in Hessen bedeutet eben, dass wir 2,3 Millionen Menschen haben in Vereinen und Verbänden, die sich ehrenamtlich engagieren. Und ohne sie würde ganz viel notwendige Arbeit liegen bleiben. Und vor dem Hintergrund der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, zahlreicher Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich und der Zunahme von Ressentiments kann dieses ehrenamtliche Engagement eben Brücken bauen und Zusammenhalt stärken. Meine Damen und Herren, das sollte, wenn es um einen Tag des Ehrenamtes geht, sollten wir nicht Ehrenamtliche gegeneinander ausspielen oder sagen, wir ehren die einen und verweigern es den anderen. Diese Menschen müssen gemeinsam genannt werden in einer solchen Aufzählung und dürfen dort nicht hinten runterfallen. Für DIE LINKE ist klar, die Aufnahme der Förderung des Ehrenamtes in die Hessische Verfassung darf eben nicht über die Versäumnisse der Landesregierung hinwegtäuschen. Dem Staatsziel Ehrenamtsförderung müssen eben auch Taten folgen. Warme Worte und eine Ehrenamtskarte reichen nicht. Nur einmal eine Zahl. Derzeit kommen nicht einmal 1% der ehrenamtlich engagierten Menschen in Hessen in den Genuss der spärlichen Vergünstigungen dieser Ehrenamtskarte. Und wenn wir über Ehrenamt reden, wenn wir über Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, aber eben auch die vielen anderen Bereiche, die sich ehrenamtlich engagieren, ob das bei Greenpeace ist oder bei Ende Gelände, ob das die Menschen in den Sportvereinen oder in den Sozialverbänden sind oder die Menschen, die ein vielfältiges Kulturangebot aufrechterhalten, wenn wir über diese Menschen reden, dann müssen wir sagen, sie müssen mehr sein als nur Lückenbüßer. Wir brauchen die Einführung eines Ehrenamtesgesetzes, und das muss Fragen des Versicherungsschutzes, die Gewährleistung kostenfreier Qualifizierungskurse und die Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen für ehrenamtliche regeln. Das hätte ich mir heute erwartet bei einer Rede zum Tag des Ehrenamtes, dass dort eine Initiative kommt. Aber außer warmen Worten und einem Bashing in eine andere Richtung haben wir hier leider nichts gehört. Deshalb würde ich sagen, diese Aktuelle Stunde, Sie haben dort eine Chance vertan. Vielen Dank. Für die AfD bitte ich nun Herrn Garf ans Rednerpult.
Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vorweg gratulieren wir natürlich auch von der Fraktion der AfD Ihnen und wünschen Ihnen eine gute Amtsführung. Wir befinden uns in der Aktuellen Stunde zum Thema Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz, kompetenter Schutz für Bürgerinnen und Bürger und Kitt der Gesellschaft. Was soll man den Kollegen der CDU entgegnen, die diesen Antrag einbringen? Alles richtig, was hier steht. Aber, Sie ahnen es schon, meine Damen und Herren, aber warum müssen wir überhaupt über die Situation im Brand- und Katastrophenschutz debattieren? Helfen bei Krisen und Katastrophen, das sollten die Hauptthemen im hessischen Brand- und Katastrophenschutz sein. Stattdessen leiden viele ehrenamtliche Strukturen noch heute unter den Nachwirkungen der schwarz-grünen Corona-Politik. Was uns im Herbst und Winter an erneuten Einschränkungen erwartet, ist ungewiss. Das ist vielleicht das massivste Problem. Selbstverständlich sollte sein, dass wir alle den Freiwilligen danken, die sich engagieren und je nach Einsatz sogar ihr eigenes Leben gefährden, um anderen Menschen zu helfen. Diese Einstellung ist absolut ehrwürdig und verdient Anerkennung. Sie zeigt, dass viele Menschen in Hessen Worte wie Solidarität nicht nur benutzen, sondern Solidarität einfach leben. Allerdings, und jetzt komme ich zur Kritik. Wir stellen auch hier im Parlament regelmäßig fest, wie wichtig das Ehrenamt und das damit verbundene Engagement ist. Das ist auch gut so. Was jedoch gerne von der Antragstellerin, sprich der regierenden CDU, vergessen wird, etliche Lippenbekenntnisse stehen im Raum, Taten folgen zu wenig. Zwar ist es um den Katastrophenschutz in Hessen nicht schlecht bestellt, die Ausrüstung ist in weiten Bereichen auf einem ordentlichen Niveau. Was aber komplett vernachlässigt wird, ist der Umstand, dass die beste Ausrüstung nutzlos ist, wenn freiwillige Helfer nicht ausreichend Möglichkeit haben, zu üben und Trainings nachzugehen. Erst im vergangenen Jahr sprachen wir über die Bedeutsamkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Hessen. Ungefragt, deren Notwendigkeit ist von höchstem Wert. Jedoch funktionieren all die besagten Strukturen nur, wenn sie Raum haben, sich zu organisieren. Am 12.09.2021 wurde beispielsweise die Feuerwehrleistungsübung abgesagt. Weiterbildungen und Übungsdienste wurden stellenweise komplett eingestellt. Das Verheerende ist, einer vermeintlichen Gesundheitsgefährdung geschuldet, wurden die Gefährdung von Freiwilligen und Bürgern, ja der Allgemeinheit, billigend in Kauf genommen. Im systemrelevanten Feld der ehrenamtlichen Hilfe wurden die Lockdown-Maßnahmen restriktiv durchgesetzt. Normalerweise würde ich hier den Finger nicht in die Wunde legen. Aber es hatte Alternativen gegeben, und wir von der AfD haben stets darauf hingewiesen. Jetzt, ein Jahr danach, müssen wir Schwarz-Grün darauf hinweisen, dass gemeinnützige Organisationen, Vereine und Ehrenämter sich in einer Krise befinden und wie essentiell dieses Engagement für unsere Gesellschaft ist. Ich frage mich, ob Ihre Aktuelle Stunde ernst gemeint ist. Denn eigentlich müssten Sie hier einen Zustand beklagen, den Sie mit Ihren eigenen Fehlentscheidungen herbeigeführt haben. Aber ich möchte meinen Redebeitrag nicht beenden ohne eine Handlungsempfehlung. Wenn Sie wahrhaftig Interesse an einer Verbesserung haben, nehmen Sie die Worte der AfD als Partei der Vernunft mit. Keine weiteren Lockdowns mehr. Ein erneuter Stillstand würde etlichen gemeinnützigen Organisationen, Verbänden und Vereinen das Genick brechen. Wenn Sie den Kitt der Gesellschaft also erhalten wollen, lassen Sie die Finger davon und geben den vielen freiwilligen Helfern die Möglichkeit, ungehindert ihrer Tätigkeit nachzugehen. Im Zusammenhang mit dem Thema Katastrophenschutz muss man auch einen kritischen Blick nach Berlin werfen.
Eine Mittelkürzung in Höhe von 2,2 Milliarden Euro ist nicht nur ein großer Fehler, sondern auch ein deutliches Signal an die Bürger und besonders an alle Helfer in unserem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Graf, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Schluss. Scheinbar ist der aktuellen Regierung im Bund die Sicherheit unserer Bürger nichts mehr wert, und das ausgerechnet in diesen Zeiten. Ich kann nur auf ein Umdenken hoffen. Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Freiwilligen, bei allen Helfern, bei allen Rettern in Hessen und in Deutschland. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Für Bündnis 90 Die Grünen bitte ich nun Frau Goldbach ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden hier im Hessischen Landtag immer wieder über Ehrenamt und den Brand- und Katastrophenschutz, und das hat einen guten Grund. Wir müssen darstellen, welche Leistungen diese Vereine, Organisationen erbringen für die Gesellschaft, und wir müssen auch sagen, wie wir sie unterstützen, und wir müssen ihnen immer wieder versichern, dass diese Unterstützung auch fortgeführt wird in Zukunft. Herr Fischer, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Bei der Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrverbandes konnten wir erfahren, mit welchen unglaublichen Herausforderungen die Feuerwehren zu tun haben werden, mit welchen Gefahren. Ich möchte beispielhaft nennen, dieser Brand im Grunewald, was jetzt nicht Hessen war, aber das hat sehr deutlich gezeigt, diese großflächigen Waldbrände in Verbindung mit Munitionslagern können zu Situationen führen, die auch für die Feuerwehren fast nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Und das sind eben auch große Gefahren für die Feuerwehrleute, die dort vor Ort sind. Deswegen habe ich ungeheuren Respekt davor, welche Fortbildungen Sie permanent machen, wie Sie sich auf neue Einsatzlagen vorbereiten und wie Sie in Ausstattung investieren, um eben solche großen Einsatzlagen bewältigen zu können. Dafür herzlichen Dank und größten Respekt. Die Einsatzlagen, von denen ich gerade sprach, haben natürlich viel mit dem Klimawandel zu tun. Trockenheit, Waldbrände, aber auch Starkregenereignisse, Überschwemmungen. Und hier hat sich gezeigt, dass Hessen wirklich gut ausgestattet ist. Und das ist kein Eigenlob der Regierungsfraktion oder der Regierung, sondern wir sind im Ländervergleich wirklich gut ausgestattet, beziehungsweise unsere Wehren sind gut ausgestattet. Ich möchte nur mal das Beispiel nennen, dass es hessische Einsatzkräfte waren, die im Ahrtal Menschen per Flugzeug von den Dächern gerettet haben und damit unter Einsatz ihres eigenen Lebens, teilweise sind sie auch ins Wasser gestiegen, haben die Leute da rausgeholt, wirklich dafür gesorgt haben, dass nicht noch mehr Menschen umgekommen sind bei dieser wahnsinnigen Flutkatastrophe. Und wir müssen dafür sorgen, dass die hessischen Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz auch weiterhin eine gute Ausstattung bekommen, sie auf hohem Niveau halten, damit wir eben vorbereitet sind auf solche Einsatzlagen. Denn leider können wir nicht davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahren bessern wird. Kollege Felstehausen, er ist jetzt leider schon gegangen, so interessant ist hier die Debatte, hat gesagt, die Kommunen müssten sich entscheiden, ob sie ein Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr kaufen oder irgendwas anderes machen. Also, da muss ich wirklich mal sagen, gehen Sie doch mal in die Kommunen, gucken Sie mal, was da für Fahrzeuge stehen, und gehen Sie vielleicht mal zu einer Bescheidübergabe. Also Hessen hat allein in 2021 20,5 Millionen Euro für die Beschaffung von Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrgerätehäusern ausgegeben, den Kommunen zur Verfügung gestellt. Also das ist eine große und großartige Unterstützung. Es kann keine Rede davon sein, dass Kommunen sich keine Feuerwehrfahrzeuge mehr leisten können. Das Land Hessen fördert das Ehrenamt und baut auf drei Säulen auf, nämlich einmal die Anerkennung, die wir immer wieder aussprechen, Förderung eben in finanzieller Hinsicht, also Anschaffung von Geräten, aber auch Gewährleistung geeigneter Rahmenbedingungen. Das ist das, was das Land Hessen tut und was auch unsere Verantwortung als Parlamentarier und Haushaltsgeber ist. Ich möchte noch einmal auf einen Teil im Titel der Aktuellen Stunde der CDU zu sprechen kommen. Sie schreiben ja auch, und ist Kitt der Gesellschaft, das Ehrenamt.
Und da können wir eben nicht nur von den Ehrenamtlichen in den Feuerwehren und dem Katastrophenschutz sprechen. Wir haben etwa 2,3 Millionen Freiwillige im Ehrenamt in Hessen, sondern es geht dann eben auch um alle anderen Leistungen, die das Ehrenamt erbringt. Beispielsweise das Kümmern um Flüchtlinge. Das ist aktuell wieder ein Riesenthema. Auch bei mir in der Gemeinde sind viele ukrainische Flüchtlinge angekommen. Und innerhalb kürzester Zeit haben Leute, ohne irgendeine Struktur, auch ohne in einem Verein zu sein, haben gesagt, ich engagiere mich hier, haben eine Unterkunft beschafft, haben für Ausstattung in dieser Unterkunft gesorgt, haben alle notwendigen Dinge des täglichen Lebens wie Kleidung, medizinische Produkte besorgt und diese Flüchtlinge bestens umsorgt. Und auch das ist Ehrenamt. Und dafür gebührt unseren Bürgerinnen und Bürgern, die das machen, allergrößter Dank. Es gibt auch eine Entwicklung, die nicht so schön ist. Das sagen mir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in meinem ländlichen Wahlkreis, dass nämlich in den Dörfern bei manchen Zugezogenen die Bereitschaft, sich zu engagieren, relativ schwach ausgeprägt ist. Die Bürgermeister gehen dahin und sagen, bitte kommt doch in die Vereine, engagiert euch. Und es gibt so eine Haltung, da kann man günstig Grundstücke kaufen und kann man billig wohnen, aber konsumieren, was da so angeboten wird, aber engagieren wollen wir uns nicht. Wir müssen alles dafür tun, dass in unseren Gemeinden und Gemeinschaften alle irgendwie mitmachen und mithelfen. Wir tragen diese Gemeinschaften, wir sind soziale Wesen. Und das tut uns auch so gut, wenn wir uns dort treffen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir für das Gemeinwohl sorgen. Und Frau Goldbach, kommen Sie bitte zum Schluss. Unsere Gemeinschaften in den hessischen Gemeinden und Städten auch überlebenswichtig. Auch da sind wir alle in der Verantwortung, vor Ort immer wieder dafür zu werben, dass es einfach schön ist und uns allen gut tut, sich irgendwo im Ehrenamt zu engagieren. Dankeschön. Für die FDP bitte ich nun Dr. H.C. Hahn ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für die Freien Demokraten, nicht nur in diesem Hause, ist es selbstverständlich, dass wir das Ehrenamt schätzen, pflegen, düngen und hoffen, dass es immer weiter noch gut genutzt wird, ja, dass es stärker wird. Dazu muss man düngen. Das gilt für die Landwirtschaft genauso wie für Menschen im Ehrenamt. Wir haben ein bisschen das Problem mit diesem Antrag und insbesondere mit der Aktuellen Stunde und insbesondere mit den Redebeiträgen, insbesondere der CDU, dass es sich doch sehr stark fokussiert auf die Feuerwehr. Und nun will ich, lieber Herr Präsident, in keinster Weise die Arbeit von Ihnen, von Ihren Kameraden und den Feuerwehren in Hessen in irgendeiner Weise diskriminieren und diskreditieren. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, 33 Jahre lang meinen ältesten Sohn durch die Feuerwehren geführt zu haben. Und heute ist er ein leitender Feuerwehrmann am Flughafen. Ich weiß auch um die Besonderheit der Feuerwehren im gesellschaftlichen Bereich, insbesondere in den kleineren Stadtteilen, in den kleineren Städten und Dörfern. Neben der Arbeit des Feuerlöschens, wobei das Feuerlöschen ja gar nicht mehr die Hauptarbeit der Feuerwehren ist, ist das, was man mit Zusammenhalt, mit dörflichem Zusammenhalt umschreibt, sehr, sehr gut bei den jeweiligen freiwilligen Feuerwehren und ihren Vereinen aufgehoben. Ich habe das gerade erst vor 14 Tagen wieder in meinem Heimatdorf Dortelweil erleben dürfen. Ich glaube aber, wir sollten in diese Arbeit mit hereinnehmen noch diejenigen, die außerhalb der Feuerwehr tätig sind, und das habe ich ein bisschen vermisst. Es gibt zum Beispiel das THW, darüber ist kurz gesprochen worden, aber ich finde, das war zu kurz im Vergleich zu dem, was Sie hier leisten. Und der Dank, den zu Recht alle meine Vorrednerinnen und Vorredner im Zusammenhang mit dem Einsatz im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen gegenüber den Feuerwehrleuten, den Hessischen, ausgesprochen haben, vollkommen berechtigt, gehört aber auch der Dank den Mitarbeitern, den Hessischen, des THWs dazu. Die haben einen hervorragenden Job gemacht, und ohne die technische Ausstattung, die natürlich, das ist ja auch der Sinn der Sache, der Arbeitsteilung zwischen den Feuerwehren und dem THW beim THW sind, hat dort sehr groß geholfen. Also vielen herzlichen Dank an die Feuerwehrkameraden, aber auch an die Kameraden vom THW.
Ja, wir wissen. Also, wenn wir damit anfangen, dann hätte ich noch andere zu nennen, mein lieber Freund. Ja, das ist nicht nur das DRK, das ist auch die DLRG. Als Beiratsmitglied der DLRG Hessen könnten wir jetzt noch mehrere andere aufstellen. Aber ich wollte diejenigen, die die meiste Mannschaft, die die meiste Power mitbringen, wollte ich da noch einmal erwähnen. Wir wissen, dass natürlich vieles von dem, was die Feuerwehren, jetzt gehe ich wieder nur bei denen machen, Geld für uns Kommunale einsparen. Überall dort, wo es keine freiwillige Feuerwehr mehr gibt, muss es einen Brandschutz geben, und der muss dann von der jeweiligen Kommune finanziert werden. Wenn wir uns ehrlich machen und insbesondere in die Mittelstädte, das sind so die zwischen 50 und 30.000 Einwohner, schauen, haben wir ja schon keine reinrassige ehrenamtliche Feuerwehrstruktur mehr, sondern da ist der Stadtbrandinspektor oder der Stadtbrandmeister noch Angestellter oder sogar Beamter bei der Stadt, und Hilfskräfte vom Bauamt und anderen sind auch für die aktive Feuerwehrarbeit zuständig, allein damit man den Tagesdienst auch wirklich bündeln kann. Gäbe es das nicht, müssten wir das alles aus unseren Finanzen, aus den kommunalen herausholen. Das wäre sicherlich gerade bei der jetzigen finanziellen Situation der Kommunen nicht gut. Auf der anderen Seite will ich aber auch darauf hinweisen, dass nicht alles das so besonders golden ist, was die Landesregierung mit der Feuerwehr macht. Und total, Herr Ministerpräsident, zu Ihrer Zeit als Innenminister war das vielleicht noch anders gewesen, aber das war jetzt nur eine witzige Bemerkung. Ich will einmal das Beispiel Impfpriorisierung hier in Erinnerung rufen. Das war doch wirklich nicht gut, was dort die Landesregierung gemacht hat. Sie in die Gruppe 3 zu nehmen, die Feuerwehrleute, ist, das waren wir ja auch. Also ich habe das Gefühl, dass Feuerwehrleute um Längen gefährdeter sind als Landtagsabgeordnete und andere Politiker. Das war auch keine gute Geste. Wir reden ja immer davon, dass man Bilder stellen soll und dass man die Werthaltigkeit dokumentieren will. Das hat man da nicht getan. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe gerade, ich komme zum Schluss, sagen wir vielen herzlichen Dank an die Männer und Frauen, die für die Feuerwehr ehrenamtlich arbeiten. Aber tun wir nicht so, als wenn alles Gold ist, was glänzt. Der Innenminister selbst war beteiligt gewesen an einem Beschluss in seinem Heimatkreis, dass ein Notplan aufgestellt werden soll. Also irgendwas musste anscheinend noch zu tun sein. Vielen herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Innenminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine gewisse Hilflosigkeit, wie hier die Oppositionsfraktionen diese Debatte sozusagen zu einer kritischen Auseinandersetzung machen wollten. Aber es bleibt Ihnen überlassen. Ich werde weiterhin auf den Veranstaltungen, wo wir Bescheide übergeben, eigentlich darüber reden, dass wir im Wesentlichen einen großen Konsens in Fragen von Katastrophenschutz, Feuerwehren und Sport hier im Hessischen Landtag haben, auch wenn Sie diese Debatte jetzt hier gerade entsprechend genutzt haben für die kritische Auseinandersetzung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die CDU-Fraktion diesen Antrag gestellt hat und dass die Aktuelle Stunde hier Gelegenheit gibt, uns mit der herausragenden Arbeit von unseren ehrenamtlichen, aber auch hauptamtlichen, aber überwiegend ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und Katastrophenschützern in unserem Land zu beschäftigen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Präsident Fischer, die Feuerwehren und die Hilfsorganisationen, das THW, Herr Kollege Dr. Hahn, haben in den letzten Jahren wirklich herausragende Herausforderungen zu bewältigen gehabt. Die Corona-Pandemie, übrigens bei der Frage der Impfreihenfolge, Herr Kollege Dr. Hahn, müssen Sie sich bei der Impfkommission und beim Bund beklagen. Aber das ist jetzt mal eine andere Frage. Die Corona-Pandemie auf der einen Seite, die Unwetterkatastrophen an Ahr und Erft. Wir haben in diesem Jahr massive Waldbrände in Deutschland und in Europa gehabt, die den Katastrophenschutz in einer bisher nicht gekannten Weise gefordert haben. Zudem kommt noch der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg in der Ukraine, der uns
was die Frage der Versorgungssicherheit, mögliche akute Gasmangellage wieder in eine problematische Situation bringen kann, die aber dazu geführt hat, diese Situation, dass wir an vielen Stellen Notunterkünfte aufgebaut haben und dort selbstverständlich wieder auf die ehrenamtlichen Kräfte unserer Hilfsorganisation und der Feuerwehr zurückgreifen konnten. All das ist in den letzten wenigen Monaten geleistet worden von unseren Feuerwehren. Und deswegen ist es schön, dass wir hier Gelegenheit haben, dafür sehr herzlich Dankeschön zu sagen. Es ist wohltuend zu wissen, dass wir jedenfalls 80.000 ungefähr überwiegend ehrenamtliche Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz haben, die sich entsprechend für unser Land und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger engagieren. Und gerade wenn man sich die letzten Monate anschaut, was dort an Vegetationsbränden, ich glaube, Frau Kollegin Hoffmann hat das ebenfalls aus ihrer Region angesprochen. Wir haben 250 Wald- und Vegetationsbrände gehabt. Es sind 150 Fußballfelder in diesem Sommer abgefackelt. Das ist ein Vielfaches von dem, was wir in den letzten Jahren hatten. Überall waren die Feuerwehrkameraden mehrere Tage, manchmal mehrere Wochen in den Stiefeln. Und auch dafür möchte ich mich noch einmal sehr, sehr herzlich bedanken. In Hessen ist es so, dass Herr Kollege Dr. Hahn, deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie es angesprochen haben, weil es ermöglicht mir, insofern zu erwidern, in Hessen ist es so, dass wir die Feuerwehren, das THW, die Hilfsorganisationen immer als gemeinsame Gruppe betrachten. Das machen wir übrigens anders als andere Bundesländer bei der Frage Anerkennungskultur. Das gilt nicht nur für Feuerwehrleute, sondern eben auch für die weißen Organisationen und das THW. Wir engagieren uns. Wir engagieren uns sowohl im Bereich des Katastrophenschutzes mit erheblichen Mitteln, aber eben auch und gerade für die Feuerwehren, die natürlich sozusagen ein starkes Gerüst sind, die von den 80.000 den weit, weit überwiegenden Anteil auch der Kräfte stellen. Und insofern ist das Herausheben dieses Engagements natürlich auch gerechtfertigt. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten über die Frage Bevölkerungsschutz diskutiert. Und natürlich ist es so, dass es inakzeptabel ist, wenn man gemeinsam erkennt, dass man den Bevölkerungs- und den Zivilschutz in unserem Lande stärken möchte, dass sich die Bundesinnenministerin dort mit den Ländern auch entsprechend vereinbart und sagt, wir haben 100 Milliarden in der für die Verteidigungspolitik. Wir müssen sozusagen für die zivile Verteidigung, das war die gemeinsame Absprache zwischen Bund und Ländern, müssen wir 10% wenigstens in den Zivilschutz stecken. Und die bittere Enttäuschung bei der Aufstellung des Bundeshaushalts ist es, dass gerade in diesem Bereich die Mittel eben nicht zur Verfügung stehen. Eine bittere Enttäuschung, die wir dort zur Kenntnis nehmen müssen. Und die wir als Länder auch nicht akzeptieren werden. Es gibt im Bundesrat einen entsprechenden Antrag, dem Hessen schon beigetreten ist. Wir werden die Bundesregierung an dieser Stelle noch einmal auffordern, nachzudenken, ob nicht das, was wir gemeinsam vereinbart haben, den Zivilschutz und den Bevölkerungsschutz in diesem Lande zu stärken, ob das sich nicht auch im Bundeshaushalt widerspiegeln muss. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.